Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Server-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, nach langer, langer Zeit hat sich mal wieder ein Server beworben und zwar cultcraft.de. Das ist ein Server, der schon seit 2012 mit dabei ist, also seit fast 8 Jahren oder seit mehr als 8 Jahren mit dabei. Es ist ein Freebuild-Server und Survival-Server. Ich versuche euch wirklich heute so viele Sachen wie möglich zu zeigen, werde aber, das sage ich schon mal vorher, nicht alles zeigen, weil das würde wirklich den Rahmen sprengen. Nur mal so ein paar Kleinigkeiten, was Grobes für die detaillierten Sachen. Ja, müsst ihr dann auf die Homepage gehen, aber das erzähle ich dann am Ende nochmal. Also wir starten, zunächst eigentlich auf einer Insel, aber ich habe das Ganze jetzt schon hinter mir, ich zeige euch das einfach mal. Das ist ja alles selber gebaut, nichts irgendwie kopiert oder so, alles selber gebaut. Ich bin sogar der Meinung, ich weiß nicht, ob das hier im Creative war oder Survival, auf jeden Fall ganz viele andere Sachen sind im Survival gebaut. Also nichts mit Creative, alles selber farmen, in Farmwelten rein, stundenlanges Craften, abfarmen und hast du nicht gesehen. Also man steigt dann in den Zug ein, steigt dann hier wieder aus am Bahnhof. Ihr müsst euch, wie gesagt, den Server mal zu Fuß angucken, wenn ihr Zeit habt und Lust dazu habt. Der ist wirklich riesig, riesig groß. Mein Gott, unfassbar. So, ich habe jetzt den Fly-Modus natürlich aktiviert. Freundlicherweise ist mir der zur Verfügung gestellt worden vom Server-Team, damit ich euch das Ganze mal zeigen kann. Dann geht es nämlich schneller. So, hier auf der Seite haben wir den Server-Shop. Wenn wir mal gerade hier reingehen, hier kann man verschiedene Sachen dann verkaufen, die man gefarmt hat. Ich denke mal, das ist von anderen Freebuild-Servern auch bekannt. Da kennt ihr euch sicherlich ein bisschen besser aus als ich. Ich zeige euch das jetzt hier gerade mal, wie das so aussieht. Dann gehen wir auch gerade in dem Zusammenhang mal, wenn wir schon auf der Seite sind, ins Kaufhaus. Ich glaube, das war im... War das im Creative oder im Survival? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das auch eine riesengroße Halle. Ihr könnt natürlich separat auch einfach den Befehl slash mall unten eingeben. Dann würdet ihr ebenfalls hierhin gespawnt werden. Und dann, halt, muss ich mal meine Fly-Rechte wieder aktivieren. Nee, so. Genau, aktivieren, damit ich wieder hochfliegen kann. Das ist einfach wahnsinnig groß. Also viel, viel zu entdecken für Neulinge. Und ich denke mal auch für diejenigen, die schon hier öfter drauf waren und regelmäßig spielen. Das ist Wahnsinn. Also ich bin sehr froh gewesen, dass mit der Configadore, ich hoffe man sieht ihn jetzt hier in der Tab-Leiste, apropos in der Tab-Leiste unten diese 4 Befehle, das gibt es halt alles auf diesem Server. Also ihr könnt Survival spielen, ihr könnt PvP spielen, ihr könnt in verschiedene Farmwelten rein und ihr könnt im Creative Sachen bauen. Das sind halt diese Begriffe oder die Sachen, die es hier auf diesem Server zu sehen gibt. Ja, also ich würde mich hier verlaufen, ihr könnt mich auch irgendwo nachts, wollte ich jetzt gerade sagen, im Museum aussetzen oder irgendwo in so einem Einkaufs... Ding, ich würde mich hier verlaufen. Definitiv. Bei mir müsste man eine Vermisstenmeldung aufgeben, damit man mich wiederfindet am nächsten Morgen. So, slash spawn. Jetzt gerade mal, geht jetzt gerade nicht. Ach doch, hier, hat gerade ein bisschen rumgebackt. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist das Reisebüro. Auch sehr, sehr interessant. Auch, ja, viele, viele Sachen und Möglichkeiten, sich zu teleporten. Heide 2, Heide 3. Dann gibt es halt hier drüben noch den Wald und die Wüste. Können wir es gerade mal hin teleportieren. So sieht das ja also aus. Hier hat man dann die Möglichkeit zu farmen und so weiter und so fort. Also viele, viele Möglichkeiten. Für jeden ist was dabei. Und sehr interessant, wenn ich jetzt gerade nochmal hier unten reinfliege. Es gibt einen Portalraum, glaube ich. Da sind nochmal alle anderen Sachen, glaube ich, gezeigt. Oder die Übersicht. Genau, hier ist eine Portalhalle. Da kann man sich auch in verschiedene Welten teleportieren. Also hier geht es zum Beispiel... Zu einem Schwimmbad, ne, bin ich der Meinung. Genau, hier geht es zu einem Schwimmbad. Irgendein Befehl war doch auch noch hier. Nee, das ist Schlagblock. Da ging es, irgendwo ging es noch zur Post. Ich muss gerade mal gucken, ob das hier mit Post geht. Nee, geht nicht. Ihr könnt natürlich auch wahlweise hier Hilfe eingeben. Dann seht ihr mal die ganzen Befehle links, die euch dann weiterhelfen. Gehen wir mal auf Hilfe 2. Ihr könnt natürlich auch wahlweise, wenn ihr zu etwas bestimmten Fragen habt, gebt ihr einfach unten den... Begriff ein, slash PE, dann Leerzeichen und dann New und dann nochmal Leerzeichen und dann gebt ihr einfach eure Frage ein. Dann wird euch auch dort geholfen und das finde ich eigentlich eine relativ schöne Sache. Und ja, ich suche jetzt gerade nochmal diesen einen Raum, der da, das war so eine riesige Halle, da waren ganz, ganz viele, viele Postfächer, wo jeder User sein eigenes Postfach hat. Also, das ist einfach Wahnsinn, wie groß das aussieht. Mir fehlen da echt schon fast die Worte. Vor allem, weil der Server wirklich seit 8 Jahren schon steht und wirklich regelmäßig und sauber geführt wird. Genau, hier sind wir. Bei der Post. Und das würde ich euch jetzt gerne nochmal zeigen. Wir gehen jetzt aber mal hier unten hin und ihr seht, wie groß das einfach ist. Das sieht aus wie bei Harry Potter. Nur in klein irgendwie. Also ihr seht hier an der Seite
überall. Jeder User hat sein eigenes Postfach, kriegt dann ab und zu mal einen netten Brief oder auch einen bösen Brief, je nachdem. Und hier hinten, da sind halt die Fächer von den ganzen Teammitgliedern. Es gibt insgesamt 8 Supporter, natürlich dann auch ein paar Owners. Owners, naja, ihr wisst, was ich meine. Und das Bemerkenswerte daran ist wirklich, dass sich der Server seit 8 Jahren wirklich aktiv hält. In der Spitze waren hier mal über 100 Leute, jetzt sind es ein paar weniger geworden. Aktuell sind 16 Leute drauf. Und deswegen hat mich einer der Supporter mal darum gebeten, wieder ein bisschen Promotion für diesen Server zu machen. Und ich finde, das hat der Server auf jeden Fall verdient. Weil hier steckt auf jeden Fall viel, viel Arbeit hinter, viel Mühe. Ein Server-Team, der das auch wirklich so meint. Also die Leute, die da sind, die meinen das auch wirklich so, wie sie es hier bauen. Alles im Survival. Da will ich euch gerade mal ein, zwei Städte gerne zeigen. Jetzt muss ich nochmal zum Spawn zurück. Das ist alles hier ein bisschen komplizierter, weil ich so ein Noob bin. Rechte Seite ist nämlich eine große Halle mit Städte. Bank gibt es ja auch noch und Zoo. Wie gesagt, wenn ihr die Zeit habt, schaut euch einfach mal da ein bisschen auf dem Server um. Wir gehen einmal auf Avalon oder nach Avalon. Das ist ja eine Stadt im Survival, wie gesagt, gebaut. Nix Creative, alles selber gefarmt und selber von Hand gebaut natürlich. Ja, ist ein bisschen mittelalterlich hier angehaucht. Hier gibt es dann, glaube ich, irgendwo eine Kathedrale. Da hinten seht ihr ein Luftschiff, also wirklich, ihr müsst euch da umschauen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das hier alles detailliert zu zeigen. Das ist Wahnsinn. Und so hat halt jede Stadt so einen anderen Hauch oder einen Touch, sagen wir mal. Da gibt es auch eine Stadt, die ist so ein bisschen griechisch-römisch angehaucht. Das sieht man auch einfach mit einem riesen Kolosseum. Also, wie gesagt, das ist Wahnsinn. Genau, der Server veranstaltet auch alle 2 bis 3 Tage oder 2 bis 3 Mal in der Woche ein Event. Auch mit Minigames, also wenn ihr da auch Lust zu habt, bleibt auf jeden Fall aktiv. Und wenn ihr sonst auch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr unsicher seid, schreibt die Leute einfach auch im Discord mal an. Die sind richtig nett. Oder wahlweise geht ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link. Das ist nämlich der Link zu der Homepage. Da gibt es verschiedene Reiter. Da gibt es auch Tutorials. Da wird einem alles erklärt. Also das ist selbst für Blöde aufgebaut. Ich habe mich da mal umgeguckt. Viele Tutorials, die Mitglieder sind nochmal aufgezählt. Viele, viele weitere Hintergrundinfos. Das sind jetzt halt nur ein paar, die ich euch hier erzählt habe. Ne? Also seit 8 Jahren hier vertreten. Großes Server-Team, die sich wohl gut verstehen. Sonst würden sie nicht seit 4 Jahren hier zusammen arbeiten und bauen. Also ich weiß gar nicht, wo ich hier hinfliegen soll. Es gibt einfach so viel zu zeigen, aber schaut euch einfach mal selber um. Unterstützt wirklich den Server, das Server-Team. Verewigt hier euch. Seid ein aktives Mitglied, denn der Konfikadore, der mich hier rumgeführt hat, der jetzt gerade in dem Moment weg ist, der ist auch erst vor einem Jahr hierher gejoint. War vorher Spieler, hat er gesagt. Dann hat er sich beworben als Supporter. Und jetzt ist er ein Teil des Server-Teams. Ihr seht, es geht alles, wenn man das ein bisschen ernst nimmt. Und deswegen hat mich das auch sehr gefreut, dass ich den Server hier vorstellen durfte, weil es gibt wirklich viel zu sehen. Und wenn ich weiß, wirklich, da ist ein Server, der schließt nicht wieder in 1-2 Wochen. Klingt jetzt ein bisschen hart für andere Server, aber es ist einfach so. Ihr kennt das vielleicht selber, habt einen Server in Planung, seid schon kurz vor der Eröffnung und dann wird doch wieder alles hingeschmissen. Das finde ich halt dann auch für mich so ein bisschen schade, weil ich gebe mir dafür auch Mühe. Und für diesen Server habe ich mir gerne die Mühe gemacht. Muss ich wirklich nochmal sagen, ich ziehe meinen imaginären Hut vor euch, dass ihr das wirklich alles selber hier auf die Beine stellt, dass ihr so lange schon zusammen seid. Und ich hoffe, das bleibt noch ein paar Jahre weiterhin so. Also, danke fürs Bewerben. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen. Und falls ihr euch mit eurem Server bewerben wollt, falls ihr Admin seid, am besten, das kommt immer ein bisschen besser und seriöser, schreibt mich auf Discord an. Mein Discord-Name steht unten in der Beschreibung. Dann klären wir noch 1-2 Kleinigkeiten. Und dann steht auch eurer Servervorstellung nichts mehr im Wege. Also, lasst hierauf ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dem Kultcraft.de Team wünsche ich ganz, ganz viel Glück, ganz viel Spaß natürlich für die Zukunft und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.